So, Freunde, das erste Geisterderby ist gespielt. Ja. Ja, was soll man sagen? Derby-Sieger. Ja! Da ist das Ding! Jetzt mal ganz im Ernst, so euphorisiert wir gerade vielleicht wirken, ich kann für mich nur sagen, es ist immer noch komisch, es ist immer noch total befremdlich, die Jungs mit irgendwelchen, oder jetzt gerade haben wir gerade noch das andere Spiel laufen, ja. Die ganzen Menschen mit Masken zu sehen, die Trainerbänke umgebaut, der Abstand dazwischen, du wirst ausgewechselt und kriegst als erstes eine Maske in die Hand gedrückt. Es ist irgendwie komisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich mich wirklich bei den Toren freue, wie immer. Ja. Und zwar auch so laut und so, ja Mann, es war so schon echt emotional bei den Toren und ich habe mich richtig gefreut und das hätte ich nicht gedacht vorher. Ja, mir geht's genauso. Ich dachte auch, das wird ein Spiel ohne große Emotionen, so wie es ja auch im Stadion irgendwie war. Ne? Keine Gesänge, keine Zuschauer. Es war irgendwie ja komplett anders und ungewohnt und irgendwie nicht so meins. Aber bei jedem Tor, und es sind ja einige gefallen, da kommen wir ja gleich zu, war es einfach geil. Es war geil. Ja, da war es wirklich einfach richtig geil und ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Fußball dann doch so vermisst habe. Ja. Also die letzten Wochen habe ich mir gedacht, na dann brich den Scheiß halt ab und lass es sein. Aber es war irgendwie doch gut vom Gefühl her, auch wenn man nicht dabei war. Natürlich ist es immer schade, wenn du gerade unser Stadion leer siehst. Aber ja, ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass das Spiel für den Zuschauer vor dem Fernseher mitreißend war tatsächlich. Also ja. Wir haben richtig guten Fußball gespielt. Und ich finde nicht, dass du uns großartig angemerkt hast, dass wir 9 Wochen nicht wirklich mehr im Wettkampfmodus waren. Also ja, ich habe es auch so gesehen. Ich fand, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Sollen wir das Ergebnis sagen? Ja, sag es aber bitte aus Sicht der Blauen. Ja. 0-4. 0-4 haben ja. Wir gewonnen. Schalke 0-4. Ja, ja, es war ein hochverdienter Sieg. Auch in der Höhe. Es hätte noch höher sein können, wenn man gewollt hätte. Am Ende konnte man merken, so ab der 70. Minute ungefähr wurden dann 1-2 Gänge rausgenommen. Das hat aber immer noch gereicht, um teilweise gefährlich nach vorne zu kommen. Hinten waren wir relativ sicher, bis auf den einen oder anderen Flüchtigkeitsfehler, den ja, der ein oder andere Spieler immer mal wieder drin hat, leider. Aber es war ein hochverdienter Sieg. Für mich Spieler des Tages, Julian Brandt. Ja, schließe ich mich direkt an. Hat 2 Assists gegeben und einen indirekten Assist, ja, richtig stark, auch Guerrero mit 2 Toren, unser Haaland trifft auch, war der Dosenöffner zum 1-0, es waren super rausgespielte Tore, auf jeden Fall angucken. Das ist eben genau das, ja, es war wirklich Fußball in einem Fluss, das waren wirklich kombinierte Tore, das waren keine Zufallsdinger, die wollten wir so spielen. Ja. Haaland auch nochmal vor dem 4-0 einen extrem geilen Assist, wo wir eigentlich uns erstmal angeguckt haben und gesagt haben, ja, wir jubeln jetzt erstmal nicht, weil es eher abseits. Nein, war es nicht. Ja. Also genau, perfektes Timing, starke Bälle. Ich muss sagen, einerseits für so einen Davut, der hat gespielt, hat es mich erst gefreut, dass er wieder die Chance kriegt. Hatte auch in der ersten Halbzeit gute Aktionen dabei. Aber es ist und bleibt so, der macht vieles richtig, der ist sehr pressingresistent, alles super. Und dann muss er irgendwie beweisen, dass er was ganz Tolles noch kann und dann ist der Ball wieder weg und dann bringt er sich selber um den Lohn und das ist einfach schade. Das hast du in der zweiten Halbzeit auch wieder gesehen, aber da ist ja keiner so wirklich abgefallen, muss ich sagen. Deswegen hat es mich gefreut, auch für so einen Thomas Delaney, ja. Letztes Spiel im November und was der wieder an Bällen geholt hat. Ja, das war so unscheinbar, aber der hatte immer so seine Fußspitze irgendwo zwischen. Ganz wichtiger Mann heute. Und ich muss tatsächlich sagen, auch Akanji, haben wir uns auch darüber unterhalten, wenn keine Fans da sind, wenn kein zusätzlicher Druck von außen da ist, gerade bei so einem Derby, dann war der die Ruhe selbst. Ja, Akanji auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, bis auf den einen Kopfball da, den er 5 Meter verlängert in die Füße vom Blauen. Aber ja gut, die konnten heute auf jeden Fall nicht ansatzweise mithalten. Das war in meinen Augen ein Klassenunterschied. Das hätten wir uns letztes Jahr erwartet, wo wir da 45 Punkte Vorsprung hatten. Genau das Spiel hätte ich erwartet letztes Jahr. Heute hätte ich es nicht erwartet, muss ich ehrlich sein. Umso besser für uns. Ja, der Restart ist geglückt und wir starten mit viel Selbstvertrauen in diese verrückte, ja,
Corona-Zeit. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen, hat ja Julian Brandt auch gesagt, dass man auf diese Leistung aufbauen kann. Es war noch nicht alles super, aber auf jeden Fall hat die Richtung gestimmt und so müssen wir auf jeden Fall weiterarbeiten und peu à peu den nächsten Schritt machen. Top, top, top zur Top-Leistung. Und dann kann es für die letzten 8 Spiele was werden. Ja, das sehe ich genauso. Also ich muss auch nochmal sortieren. Ich hätte wirklich keine Ahnung. Also auch die Vorzeichen waren nicht unbedingt gut, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, stimmt. Wir hatten noch ein paar kurzfristige Ausfälle. Ja, erst der Reus, war klar. Der Zagadou kann auch nicht, war auch klar. So, dann vor ein paar Tagen hieß es, Can und Witzel, unser Herzstück im Mittelfeld, kann auch nicht. Habe ich auch schon gedacht, na, herzlichen Glückwunsch, wer soll denn da irgendwie mal Zweikämpfe führen, mal die Körpersprache sprechen lassen, aber dann hieß es irgendwie eine Stunde vor Anpfiff, ja, der Jadon Sancho, ja, der kann auch gar nicht eigentlich, weil der hat auch irgendwelche Oberschenkelprobleme oder so. Und dann habe ich die Vorstellung dem Christian Vorstellung aufgelesen, genau, die Aufstellung vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, ja, der Reyna spielt. Und dann hieß es quasi beim Rausgehen, ach nee, ganz kurzfristig kann der auch nicht, da muss jetzt der Hazard für, der aber auch ein saustarkes Spiel gemacht hat. Genau, da muss man vielleicht im Nachhinein sogar glücklich sein. Ne? Ja. Man weiß nicht, was der Reyna gemacht hätte, vielleicht hätte er noch besser gespielt. Aber Hazard hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, hat das 1-0 super vorbereitet. Eins selber gemacht. Also von daher, manchmal ist es auch schwierig. Mit dem Jubel vor der Süd. Ja, vor der Süd. Ganz stark. Generell muss ich sagen, waren unsere Jungs Jubelprofis. Ja, also das war vorbildlicher Jubel. Legen wir euch auf jeden Fall ans Herz, dass ihr euch das nochmal reinzieht. Auch der Erling, ja, ich will es mal vorwegnehmen, hat ein bisschen gedanced. Also von daher, geiler Samstagnachmittag. Und ich tatsächlich... wirkt sich Corona-Fußball auch doch auf meine Laune aus, habe ich festgestellt, weil bei mir ist es immer so, wenn Dortmund verliert und dann auch noch Scheiße spielt und zurecht verliert und irgendwie nichts läuft, dann ist mein Wochenende gelaufen, dann mache ich den Fernseher aus und dann kriege ich auch nichts mehr mit und dann gucke ich mir auch keine Interviews mehr an oder gar nichts, dann ist vorbei. Andersrum ist es genauso, spielen wir und gewinnen, kann meine Laune gar nicht mehr getrübt werden. Corona sei Dank, also in dem Moment, dass es weitergeht jetzt, also nicht Corona sei Dank, aber Corona-Fußball sei Dank, meine Laune ist blendend. Ja. Es hat einfach echt Spaß gemacht. Ja, mir geht's auch gut durch dieses Spiel. Hätte auch anders laufen können, dann säßen wir jetzt hier wahrscheinlich gar nicht vor der Kamera. Wahrscheinlich nicht, nein. Wir sind ja dann doch Erfolgs-YouTuber. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall gutes Spiel von außen. Ja, Favre stand auch mal an der Seitenlinie, hat ein bisschen geklatscht, hat, ja, ich habe ihn jetzt nicht gehört, aber zumindest haben seine Lippen sich bewegt, hat sich auch den ein oder anderen Spieler mal nach außen rangeholt, war okay. Ja, Einwechselspieler wurden dann auch gebracht, ja, Balerdi wurde gebracht, ja, für uns eine Überraschung, aber auf jeden Fall, endlich bekommt er wieder eine Chance, auch glaube ich, 30 Minuten hat er gespielt, auf der Sechserposition für Thomas Delaney reingekommen, hat ein gutes Spiel gemacht auf der Position, hat auch noch mal so ein bisschen seinen Stempel dem Spiel aufgedrückt, fand ich. Ja, dann kam zum Ende auch noch mal ein Schmelle rein und Mario Götze kam rein. Kann man auf jeden Fall so machen. Hä? Nein, ich glaube, wir haben 4-mal gewechselt, statt 5-mal, wie es erlaubt ist. Ja. 4, genau, ja. Nein, also rundum gelungenes Derby-Wochenende für uns unter diesen erschwerten Bedingungen. Ich hoffe, euch geht es genauso. Lasst uns hier virtuell mal zusammen jubeln. Schreibt mal ein schönes Ja in die Kamera. Nein, in die Kommentare. Also wir machen es in die Kamera. Ihr merkt, ich bin völlig von der Rolle. Ist aber auch egal, weil die Blauen waren heute maximal eine bessere Konditionseinheit für uns. Ja, da haben wir denen mal ganz klar die Grenzen aufgezeigt. Ich habe da keine Schnitte, ja, so ein Guido Burgstaller oder wie die da, Weston McKennie oder was hier, fahren wir da zurück, komm und dann spiel weiter, ja, oder Fußballspielen war das ja noch nicht mehr, das war ja mein nix. Fazit, mein Schlusswort ist im Vergleich zum Boxen, sagt man ja auch immer, man braucht vor einem wichtigen Kampf immer so einen Aufbaugegner. Ja. Und den hatten wir heute. Den hatten wir heute. Den Aufbaugegner nach der schweren Corona-Zeit, wo jetzt endlich der Ball wieder rollt. Den Aufbaugegner aus GE. Ja, GE. Und tat gut. Es tat super gut.
Also rundum zufrieden, rundum gelungen. In dem Sinne, macht euch noch ein schönes Wochenende. Liebe Borussen und Borussinnen und alle Schwarz-Gelben auf diesem Planeten. In dem Sinne, nur der BVB, Derby-Sieger, genießt das Wochenende. Ciao.